So, hallo, liebe Freunde von Facebook und YouTube. Jetzt mache ich wieder zuerst mein übliches Ritual und lade ein paar Freunde ein. Jo, heute mache ich mal ein Video. Heute geht es um gesundheitliche Probleme, die ich zurzeit habe. Ich möchte kurz eine Geschichte erzählen. Also, vor ein paar Tagen war es so. Ich bin in der Früh aufgewacht, dann hat es plötzlich im ganzen Arm so, an meinem linken Arm so ein bisschen so zogen, ja. Und auch mein Herz hat ganz komisch geschlagen und ganz komisch pumpert und mein Kreislauf war ziemlich am Boden, ja. Und das war also wirklich jetzt heftig. Das war jetzt vor letzte Woche, also vor ein paar Tage. Ich bin dann aufgestanden, konnte dann kaum noch laufen, also bin schiebe wieder umgekippt, habe mich dann zu meinen Medikamente dann gerettet, habe dann Cholodintropfen geholt, also das sind die hier, habe dann gleich mal 25 Cholodintropfen genommen und noch Kaffee und so getrunken. Eigentlich hätte ich den Krankenwagen rufen sollen, also das war schon nahe Herzinfarkt, aber ich bin so ein bisschen krankenhausscheu, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Also ich mag Krankenhäuser nicht, weil irgendwie damit andere Leute auf dem Zimmer sein, das ist irgendwie so nicht so mein Ding. Ja. Also habe ich versucht, das noch so in den Griff zu kriegen. Also ich habe gesagt, ich habe Kaffee getrunken und dann die Cholodintropfen genommen. Und dann ist schon besser gegangen, aber der Kreislauf war immer noch den ganzen Tag noch so down. Ja. Und ja, also ich erzähle euch das nicht, damit ihr euch Sorgen macht, sondern einfach auch mal zum Verdeutlichen, dass ich auch gesundheitliche Probleme habe und auch nicht mehr arbeiten kann. Also das ist ja so, ich will natürlich auch nicht mehr arbeiten in der unfreien Arbeitswelt, das stimmt schon auch, ja. Also ich will nicht mehr mit meinen Mitmenschen konkurrieren, ich finde das einfach das Lohnniveau unter aller Kanone, das muss man einfach bestreiten, ja, was einfach da abgeht, die Zumutungen in der Arbeitswelt, die sehe ich einfach nicht mehr. Ey, das stimmt schon auch, ja. Aber auch wenn ich arbeiten wollen würde, ja, also kann ich es gesundheitlich nicht mehr machen. Ja. Das sage ich deswegen, weil es immer noch einige Hater gibt, also bei Facebook, aber vor allem bei YouTube, ja, die meinen, ja, dich sollte man melden, also beim Jobcenter melden und du bist doch bloß stinkfaul, du faule Sau und so weiter, wurde ich beleidigt, also ich finde es einfach der Hammer. Also wie gesagt, also das ist die ganze Herzlosigkeit von diesen Hatern. Ich will das denen mal klar machen. Ja, also ich kratze schon schier ab. Ja, also habe schwere Herz-Kreislauf-Probleme. Ihr seht hier, ich habe hier so 24 Stunden Blutdruckmessgerät bekommen vom Arzt. Ja, das muss ich jetzt über Nacht also dran lassen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht von euch kennen das. Also immer wieder nach ein paar Minuten pumpt sich dann das Ding hier, der Arm hier auf und dann wird der Blutdruck messen. Und dann muss ich jetzt noch ein Protokoll schreiben und das dann dem Arzt dann übergeben und dann kriege ich wahrscheinlich starke Medikamente für Herz-Kreislauf, also starke Herz-Kreislauf-Medikamente, Blutdruckmedikamente. Weil die Cholodin, die werden wahrscheinlich dann nicht mehr ausreichen. Ja. Also so ist zurzeit mit meiner Gesundheit bestellt, aber das ist ja nur ein Punkt, also Herz-Kreislauf-Probleme. Wie gesagt, nehmen zu, ich habe starke Rückenprobleme, ja, und auch Knie fangen schon an zum Schmerzen und so weiter. Und natürlich auch von der Psyche her, ja, kann ich das einfach nicht mehr arbeiten. Ich meine, den Hatern, den möchte ich mal eins sagen, glauben die wirklich, dass man mit mir noch irgendwas, noch Geld verdient, dass ein Chef irgendwie noch oder Chefin mit mir noch irgendwie noch Geld verdienen kann oder so, dass ich noch Leistung bringen kann? Also was glauben die Leute eigentlich, ja? Mit meinem Gesundheitszustand, ja? Oder was denken die Leute da von der Rente, wo man echt schon schwer tut, sich da, es ist auch schwierig, Rente zu bekommen, da muss man schon mit dem Kopf und dem Arm daherkommen. Ja, ich finde das eine Sauerei, ja? Dabei wissen doch alle, wie hoch die Latte gestellt ist, wie hoch die Anforderungen sind, die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen an den Arbeitnehmer da auch haben. Also, wie können die eigentlich glauben, dass ich nur arbeiten kann? Wie können die, also sei es jetzt Jobcenter, Rentenversicherungsanstalt oder die Heide da im Internet? Also, das frage ich mich echt. Also, was geben denen Köpfe vor? Die haben doch gar keinen Plan, ja.
Also, das ist schon mal das eine. Also, ich bin ja fast schon am Abnippeln. Also, es war echt so, wo, an dem Tag war es echt so, dass ich gedacht habe, jetzt schnappt das Arschloch zu, wie man es auf gut Deutsch gesagt. Also, jetzt kratze ich ab, ja. Also, das war echt knapp davor, ja. Und also, da soll ich noch arbeiten gehen. Hey, ich gehe drauf, ja. Und das mit dem Herz, die Herzprobleme, die Kreislaufprobleme, die hatte ich ja schon in der Arbeitswelt. Ich bin ja, also ich sage ja auch, dass diese gesundheitlichen Probleme ja mit der Arbeitswelt zu tun haben. Ja, ich bin jetzt zwar schon seit circa 3 Jahren jetzt raus aus der unfreien Arbeitswelt, ja, aber damals habe ich das ja schon gehabt. Also das ging ja damals schon los. Ja, und wenn ich gemobbt worden bin, dass ich dann, dass mein Herz dann plötzlich ganz komisch zu schlagen angefangen hat. Also die Boshaftigkeit für die Leute hat mich da schon fertig gemacht. Ja. Und ich habe auch schwer gelupft und so weiter in der Arbeitswelt. Also musste da in den Firmen, also, und habe damit meinen Rücken kaputt gemacht. Ja. Und meine Psyche natürlich sowieso. Wenn ich die ganze Zeit da mit den Kollegen rumorgisch, ja, oder mit dem Chef rumorgisch, ja, das setzt halt alles zu und das geht halt alles auf die Gesundheit. Ja. Also, das ist mal soweit. Also, ich will nicht mehr arbeiten, aber ich kann auch nicht mehr arbeiten. Und beides schließt sich ja nicht aus. Ich meine, nur weil ich jetzt, sagen wir mal, nicht mehr arbeiten kann, die dann arbeiten wollen oder wie oder was. Also vielleicht gibt es so Leute, die sagen so, die können nicht arbeiten, aber würden gerne arbeiten. Natürlich. Aber bei mir ist ja beides, weil ich sage, ich sehe auch die Ungerechtigkeit nicht ein. Aber wenn ich arbeiten wollen würde, ich kann es auch nicht mehr. Ich kann es echt nicht mehr machen. Glaubt es mir, Leute. Weil ihr könnt meine Krankenunterlage anschauen. Also wie gesagt, das ist endgültig vorbei. Ja, ich kann in keiner Firma mehr bestehen. Das ist unmöglich. Also das wollte ich doch mal sagen, und das ist auch so meine Botschaft an die ganze Heide. Ja. Und wie gesagt, und diese ganzen gesundheitlichen Probleme, die haben mit der Arbeitswelt zu tun. Deswegen bin ich eben so geschädigt, kann man auch sagen. Ja. Ich bin abgekämpft, ich bin abgearbeitet. Ja. Mit mir ist nichts mehr zum Holen, also was das anbelangt. Ich kann nur meine Bücher schreiben, ja, das Schreiben, das kann ich machen. Ja, da bin ich für mich. Das ist, wie gesagt, da habe ich keine Belastung, das geht. Ja. Aber in der Firma, das geht also überhaupt nicht mehr. Ja. Also, wie gesagt, wenn ich schon kurz vorm Abnippeln bin, ja, also vorm Abkratzen bin, ja, da hört es doch wohl auf, da reicht es doch. Ja. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich habe ja demnächst einen Termin bei der Rentenversicherung, und da wird dann meine Gesundheit mal gecheckt und so, und dann kommen die ganzen Unterlagen, auch das Psychikum dazu, und dann werde ich doch hoffentlich mal Rente bekommen. Also was geht denn ab? Ja. Also ich bin auf jeden Fall reif für die Rente, absolut. Ja, also was soll das? Ja. Also warum will man immer die Leute, wenn man jeden mit Sanktionen in diese unfreie Arbeitswelt verwusten? Ja, das ist wirklich wahr. Man verwustet, also wie gesagt, wie du ein Fleischwolf. Man verwustet die ganzen Menschen, die sind und jeder Drecksjob soll man andermal und so, und wie, wenn nicht, ja. Wie, du schreibst nicht gleich 10 Bewerbungen und so weiter. Ja. Soll ich mal eine ehrliche Bewerbung schreiben? Dann nimmt mich kein Arbeitgeber. Da würde ich sagen, Sie müssen sich auf äußerst schlechte Arbeitsleistungen einstellen aufgrund meiner gesundheitlichen Probleme. Das wäre eine ehrliche Bewerbung. Dann zeigt mir doch mal euren Arbeitgeber und eure Arbeitgeberin, die mich da einstellt. Ich hoffe auch, dass das Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen jetzt dieses Video sehen. Von mir aus auch das Jobcenter. Die sollen das sehen. Die Frau vom Jobcenter kennt meine Meinung, die kennt meinen Fall. Ja. Und ich habe es ja auch gesagt, dass ich nicht mehr arbeiten will und auch nicht mehr arbeiten kann. Ja, habe die Gründe auch dafür genannt. Die weiß schon Bescheid. Die lassen mir jetzt auch in Ruhe. Ich krieg schon gar keine Einladung mehr. Also dann gar keine, wie gesagt, die kriegt mehr Kohle und die lassen mir jetzt in Ruhe und alles läuft. Ja, weil jetzt haben sie es langsam haben sie es eingesehen. Ja. Und ich habe einfach mal ich hab einen guten Satz gelesen mal im Internet. Der Arbeitsmarkt, in dem Arbeitsmarkt, in Deutschland, also wo wir haben, da kann nicht jeder bestehen, ja, und der Arbeitsmarkt braucht auch nicht jeden, ja, oder der braucht auch immer weniger Menschen, ja. Und dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Genau so ist es, ja. Und nochmal zu diesen Heiden, was denkt ihr, dass ich denen was wegnehme, wenn es dann heißt, du lebst auf unsere Kosten. Aber hallo, wenn es mich nicht gibt, glaubst du, oder glaubt der Heide oder die Heiderin, dass sie dann mehr auf dem Konto hat. Aber meistens sind da Frauen komischerweise, was ich festgestellt habe. Weiber, ja. Weiber, die das meine Einstellung gar nicht verstehen, ja. Und sagen, ich bin auch krank und ich mache mir auch kaputt und so weiter und ich muss auch leiden und bla und blub, ja.
Ich glaube nicht, dass sie so leiden wie ich oder leiden haben wie ich, weil sonst würden sie genauso denken wie ich. Ja? Aber ich weiß gar nicht. Also, was geht denn in die Köpfe vor, frage ich mich. Was ist das für eine Herzlosigkeit? Also, ja, wenn die sich kaputt machen wollen, wenn sie sich vollends tot schaffen wollen, bitte, dann sollen sie es machen, aber ich mach's nicht. Ja, vor allem, wenn ich dann irgendwann mal ausflippe oder so und durchdrehe kriege und mir selber was antue, nee, das lasse ich sein. Nee. Ja, wie gesagt, der Arbeitsmarkt braucht nicht jeden. Ich will gar nicht mit meinen Mitmenschen konkurrieren. Diese Idioten sollen sie doch froh sein, wenn einer weniger da ist, der ihnen den Job wegnimmt. Ja? Wenn ich arbeite, gehe, weil ich gemobbt, weil ich dem anderen den Job wegnehme. Und wenn ich nicht arbeite, bin ich die faule Sau, der Verschmarotzer. Ja, jetzt ha. Ey, die können mir doch langsam am Arsch lecken. Ja, diese Neider, die sind reine Neider, sind das. Ja. Mit mir nicht mehr. Nein, ich sag nein. Ja. Und das wollte ich euch nochmal sagen. Ja. Bevor ich nur abnipple oder sonst was. Also, na, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Da müssen manchmal mal mehr Leute aufwachen. Ja. Aber da gibt es immer nur so Hater und sagen, ja, faule Sau und du lebst auf unsere Kosten und so weiter. Planlose, total planlose Leute für mich. Also ich weiß gar nicht. Den hat man echt ins Hirn geschissen. Ja, kann ich dazu nicht sagen. Also tut mir leid. Ja. Okay, das wollte ich nur mal sagen. Das war es mal soweit mit dem Video. Jetzt natürlich die übliche Leier, die von YouTube kennen das ja schon. Abonniert meinen Kanal, Spiritueller Anarchist, gebt mir gefällt mir, teilt das Video und sorgt dafür, dass mehr, einfach mal mehr Menschen aufwachen. Okay. Vielen Dank, bis dann. Bis dann.